So weit kann ich es bis jetzt. Und ich habe das mir nach Noten, wo ich vom Semi bekommen habe, habe ich das gelernt. Und ich lerne das immer in Etappen. Also ich mache ganz langsam die erste Etappe. Und das übe ich dann so lange, bis es sitzt. Und dann wird man noch schneller. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Teil. Mach's mal langsam. Und da geht es dann mit dem E weiter. Das brauchen wir ganz oft. Und das übe ich dann auch. Nochmal. Zeige es nochmal. Und dann kommt der nächste Teil. Das ist hier die untere und die neben dem Blau. Und hier ist die. Einfach wiederhole, bis man sich das verinnerlicht hat. So. Und dann der nächste ist hier. Also den und bis und E. Also Bolsch. So, die und dann kommt noch das A rein. Und das wiederhole ich dann auch wieder. Und dann geht es nach unten und einer lassen wir aus. Und die zwei kürzere. Dam, dam. Und der letzte Teil. Das überübe ich so lange, bis es dann funktioniert. Nochmal. Dann lass mal lang gehen und dann machen wir so zwei Töne. Das dauert ein bisschen, bis man das in den Kopf reingekriegt hat. Soweit bis jetzt. Also wenn man das immer wieder so langsam übt, dann merkt man am nächsten Tag, oh, es geht schon leichter. Und wenn man merkt, es geht gar nicht mehr, dann macht er ruhig Pause, weil dann kommt man nämlich nicht weiter. Pause zwischendurch sind sehr wichtig. Und es macht unheimlich Spaß. Also mir macht es total Spaß.